da sind wir wieder im Feuertempel. Wir sind ja eigentlich vor dieser einen Tür stehen geblieben und jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder dahin laufen. Das ist nicht so cool, dass das nicht abspeichert. Aber gut, ich glaube, ich kenne noch so Pi mal Daumen den Weg. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall über diese Brücke. Komm, ich ignoriere jetzt einfach jegliche Gefahr. Wir dürfen jetzt sogar den Block wieder dahin schieben. Wow. Jetzt ist ja wirklich alles resettet. Oh nee, 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 bitte kick mich jetzt nicht runter, okay? Bin gerade erst hier raufgekommen. Das letzte Mal haben wir ja 100 Jahre gebraucht, um endlich herauszufinden, dass wir da einfach hinspringen konnten. Und zwar genau so. Da muss man echt erstmal drauf kommen. So, gehen wir in die Tür rein und wir finden einen komischen Gang. Sich drehendes Feuer habe ich ja schon in Mario nicht so gemocht. Ich glaube, hier wird es mir genauso wenig gefallen. Navi, was genau willst du mir da unten sagen? Schau hier herunter. Ist das nicht der Raum, in dem wir da Runia getroffen haben? Ah, okay. Also müssen wir das Ding hier irgendwie zum Fall bringen. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal im richtigen Raum. Oh mein Gott, was zur Hölle ist das hier? Ach, das ist so eine Art Feuerlabyrinth. Ich verstehe. Oh, dann bin ich aber bisher eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Also dafür, dass ich gar keine Ahnung hatte. Moment, das bleibt da jetzt, oder wie? Komme ich hier rum? Ja, okay. Autsch. Das blöde Feuer. Man darf dem einfach nur nicht zu nahe kommen. Ich verstehe. Ich laufe hier einfach mal einmal ganz in der Ecke lang. Okay. Super. Und wieder ein Herz verloren. Jetzt glaube ich hier. Da nicht. Hier und dann links lang. Perfekt. Und ich kann auch direkt rein, weil ich noch einen Schlüssel über habe. Okay, hier ist der nächste Gorone, an dem wir aber leider nicht rankommen. Und hier sind wir auf der anderen Seite des Labyrinths. Oh, wir müssen diesen Knopf hier aktivieren. Ach komm, du stirb. Oh, das Labyrinth ist mega cool gemacht, muss ich sagen. Warum? Warum laufe ich da rein? Ja, das wusste ich, dass man hier nicht durch kann. Aber hier aktivieren wir mal diesen Spaß hier. Warte, und jetzt darf ich da einen Speedrun hinmachen? No way, das schaffe ich doch nicht. Oh, wie komme ich da jetzt schnell durch? Einfach geradeaus? Perfekt, komm, 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 komm. Was? Das ist einfach eine Fake-Tür? Moment mal. Ich verstehe. Wir müssen doch jetzt irgendeinen Song spielen auf der Ocarina. Da wurde doch irgendwas gesagt, dass wir einen Song spielen müssen bei Türen, die nicht aufgehen. Was soll ich denn spielen? Hat das irgendwas gebracht? Nope. Okay, die Hymne der Zeit, das ist auch nicht. Vielleicht doch der Bolero des Feuers? Nein, ich möchte nicht zum Todeskrater. Hä, wie genau hat das jetzt funktioniert? Kann ich mir nicht irgendwo die Tipps nochmal geben lassen? Kann auch nicht gegenschlagen. Mit einer Bombe vielleicht? Aber ich komme hier auch nicht mehr weg. Komme ich hier lang? Nein, ich komme hier nicht mehr weg. Okay, also man hat hier Bomben bekommen. Vielleicht geht das doch mit Bomben. Okay, dann waren es Bomben. Never mind. Ich dachte, es wäre was Mystischeres oder so. Aber nein, es hat einfach Bomben. What? Was kommt denn jetzt schon wieder? Was bist denn du? Irgendein komischer Kreisel. Feuerkreisel. Autsch. Feuerkreisel, was auch immer du vorhast. Mach's einfach nicht. Okay. Wisst ihr was? Ich probier's mal lieber so. Ich glaube, ich brauche eine Bombe, oder? Never mind. Rauf da. Was bist denn du für ein kleiner Wicht? Du bist ja ein Winzling. Ja, komm, bleib stehen. Jetzt gibt's einmal richtig auf den Latz. Bleib doch stehen. Wo ist er jetzt hin? Er macht sich wieder groß. Okay, ouch. Kann ich bitte nicht die ganze Zeit gegen ihn springen? Danke. Also in der Form gefällt er mir nicht so sehr, muss ich ehrlich sagen. Okay, ich muss ihn wieder abschießen. So. Komm. Stirb. Warum hittet das nicht? Und den kann auch echt einfach gar nicht zielen. Komm, spring. Okay, also so eine Sachen funktionieren irgendwie nie bei bewegenden Gegnern. Okay, er ist einfach schneller als ich. Er geht wieder rein. Na komm. Komm, 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 komm. Nope, 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 nope. Jetzt aber. Mann, die Steuerung ist manchmal echt frustrierend, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt aber, weg mit dir. Komm, du kleiner Feuerteufel. Du bleibst jetzt schön stehen.
Der lebt immer noch. Wie viel hält der aus? Ich glaube noch ein Hit. Moment, er sieht anders aus. Er sieht anders aus. Jetzt ist er blau geworden. Jetzt ist er der blaue Feuerteufel. Ist das sein Cousin? Bro, warum? Komm, weg mit dir. Okay, es ist nicht sein Cousin. Es ist immer noch der gleiche. Komm, stirb doch mal. Bruder. Komm schon, bleib doch stehen. Komm ran auf den Meter. Mann, warum hält er so viel aus? Das ist jetzt aber noch nicht der Endboss, oder? Okay, jetzt ist er eine grüne Flamme. Komm, stirb. Kannst mir gar nichts. Aber der Boss ist ziemlich einfach. Man muss ihn ja einfach immer nur wieder ranziehen. Glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob ich Fortschritt mache. Mache ich gerade Fortschritt? Komm, ey, Link, du kannst echt nicht ziehen. Was ist mit dir? Danke. Okay, ich glaube, das war's. Er ist einfach explodiert. Was für ein Gegner. Er explodiert einfach. Ah ja, hier ist ein Aufzug. To be honest, will ich nochmal nach unten gehen. Ich will nochmal runter, hoppala. Denn ich habe einen Raum übersehen. Und da ist bestimmt ein kleiner Schatz drin. Ah, nee, ich komme hier gar nicht mehr weg, oder? Okay, also ich habe hier irgendeinen kleinen Raum übersehen. Aber egal. Was ist das? Okay, damit geht es da oben aus. Muss ich jetzt einfach nur schnell klettern? Ich glaube schon, ich glaube schon. Okay, also neuer Versuch. Hey, ja, easy. Was ist das für ein Raum? Okay, da ist eine riesen Schlucht. Sieht ein bisschen wie so ein Jägerversteck aus. Also, eine abgewandelte Form vom Jägerversteck irgendwie mit der Schlucht. Ist das ein Schalter? Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Na toll. Wie soll ich da jetzt schnell hinkommen? Kann ich einfach hier oben langlaufen? Bin ich gerade gut? Bin ich gerade gut? Bin ich gerade gut? Oh mein Gott, das war so smooth. Wie habe ich das geschafft? Weiß nicht mal, ob das so gewollt ist, aber es hat geklappt. Der Stahlhammer. Oh, ein neuer Gegenstand. Du brauchst beide Hände. Okay. Ach, damit kann ich doch bestimmt da diese Plattform runterdrücken, oder? Warte, hätte man normalerweise hier klettern müssen? So einen kleinen Parcours absolvieren müssen? Wenn ja, dann habe ich das ja gerade so hart gecheased, indem ich da oben lang gegangen bin. Das wäre ja 900 IQ-Play gerade. Dann benutzen wir mal den Hammer. Okay, okay, es hat irgendwas getan. Sind wir jetzt hier am Haupteingang? Ist das hier? Warte, wir kommen nicht wieder nach oben? Schade. Okay, dann müssen wir das hier irgendwie bewegen. Okay, wir kommen voran. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein sehr wichtiges Item bekommen, mit dem wir weiterkommen können. Problem ist nur, ich habe so viele Räume übersehen und das macht mich gerade richtig unglücklich. Was ist das jetzt hier schon wieder? So Minikisten. Was machen die hier? Haben die irgendeinen Sinn? Und jetzt? Kann sich das auch bewegen? What? Okay, ich schätze, ich muss da runter. Ey, das ist ja mal mega cool gemacht mit dieser Treppe hier. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. So. Oh, wow. Habe ich sonst irgendwas, was hier funktionieren könnte? Die Kisten von oben, oder? Oh, es sind die Kisten von oben. Okay, die kleinen Kisten sind jetzt weg. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder raus und reingehen. Okay, jetzt darf ich die Kisten mitnehmen. Warum sind das so Mini-Kisten einfach? Hey, es funktioniert. Okay, muss man erstmal wissen. Nehmen wir den Hammer. Yeet. Aha, aha. Moment, wo genau sind wir? Der Schalter sieht verrostet aus. Okay, sollte ich draufschlagen? Okay, mein erster Instinkt war goldrichtig. Aber wir können doch, glaube ich, schon das Ding hier runterschlagen, oder? Das, was wir brauchen, um zum Endboss zu kommen. Aber ich will eigentlich nicht draufstehen, um ehrlich zu sein. Okay, na. Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Warte, muss ich den ganzen Weg jetzt wieder von vorne laufen? Navi? Lass mich. Nee, ich darf den ganzen Weg von vorne, oder? Nee, ich komme hier rauf. Oh, never mind. Jetzt würde ich aber ganz kurz noch eben schauen, wo dieser eine Weg war. Oder ist es hier drin? Mal kurz hier rein. Jetzt bin ich hier in der Mitte. Hier muss ich irgendeinen Song spielen, aber das machen wir gleich. Versuche ich mal, den Weg da lang zu finden. Okay, das war klar, dass das nicht geht. So, hier waren wir noch nicht drin. Hier müsste es vielleicht einen kleinen Schatz oder so geben. Ja, oh. Okay, sogar ein großer Schatz. Was ist da drin? Wahrscheinlich der Kompass, oder? Tatsache, der Kompass. Und ich habe irgendeine Truhe übersehen. Ne, wobei, da waren wir ja gerade. Okay, hier darf ich die Hymne der Sonne spielen, war es, glaube ich. Hymne der Zeit, never mind. Hymne der Sonne, ups. Okay, das ist gut. Aber mit einem Sprung wird das, glaube ich, nichts. Jetzt ist der Block halt hier unten. Moment, mit dem Block sollte ich doch, glaube ich, hier raufkommen, oder? Ja, okay. Das sieht auch verrostet aus. Dann also den guten alten Hammer nehmen und draufkloppen.
und ein weiterer Gorone befreit. In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue. Sie verbirgt eine Tür. Mit dem Relikt der Goronen kannst du auch dieses Problem lösen. Ja, okay, das hätte ich jetzt auch so gewusst, ne? So, ein kleiner Schlüssel. Wo der reinkommt, habe ich gerade gar keinen Anhaltspunkt. Also die Ebene haben wir jetzt auf jeden Fall schon komplett abgehakt. Oh, komme ich jetzt hier irgendwie wieder weg? Einfach nach oben gehen sollen. Das wäre so viel einfacher gewesen. Die Frage ist halt, wollen wir nochmal zurück oder wollen wir direkt runter? Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwo was übersehen habe. Wir haben jetzt den Kompass. Wir können jetzt auf jeden Fall gucken, ob wir irgendwo noch Truhen übersehen haben. Nee, okay, also hier ist schon mal nichts. Okay, gehen wir einfach nach unten. Ich glaube, wir haben eigentlich genug gesehen. Kann ich jetzt hier runterfallen? Ich weiß nicht, ob ich das will. Das endet doch nicht gut, oder? Hä? Warum kriege ich keinen Schaden? Das ergibt keinen Sinn. Also da vorne ist der Bossraum, aber da kann ich, glaube ich, eh noch nicht rein. Weil ich habe ja einen ganz normalen Schlüssel. Aber ich habe da schon eine Ahnung, wo wir hin müssen. So, hier sind wieder die komischen Flederbeißer. Kommt mal ran auf den Meter. So, weg mit dir. Hier haben wir nämlich nochmal die Säule, die wir hier einmal getrost weghämmern können. Jit und jit. So, und dafür brauchen wir jetzt auch direkt den Schlüssel. Sehr gut. So, mal sehen. Oh mein Gott, okay, das ist ein Raum voller Gegner. Nicht gut. Komm ran, komm ran, komm ran, komm ran. Ja, das sind echt viele Gegner. Komm, sterbt mal. Sterbt, meine Freunde, sterbt. Geht die Tür jetzt auf, wenn ich alle getötet habe? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, okay. Das war so ein kleiner Gegnerraum. Irgendwo in der Nähe müsste es eine Truhe geben. Zwei Stück sogar. Oh, wieder so ein ekliges Ding. Okay. Mit Steinen wollen wir uns nicht anlegen, okay? Und mit dem Ding auch nicht. Ich hasse dieses Vieh. Ich hasse dieses Vieh. Nein! Was soll mache ich? Moment. Moment mal, Leute. Probieren wir es damit. Hier, das kannst du essen. Oh, das bewegt sich, das Ding. Wieso ist das Ding so eklig? Hier, komm. Bitteschön. Komm, nochmal. Gönn dir die schöne Bombe. Iss sie. Oh, weg mit dir. Ich hasse Gegner, die einen aufessen können. Das hat mich schon immer traumatisiert in jedem Spiel. So, eine weitere Skulltula, das ist schön. Aber eigentlich bin ich hier für den Schatz. Okay, noch so ein Gegner. Okay, weißt du was? Dich klopp ich auch windelweich. Kannst aber wetten. Ich denke, gegen den werde ich auch ein bisschen besser ankommen können. Okay, der hat jetzt direkt seine Farbe geändert. Komm. Triff ihn bitte auch. Komm, komm, komm. Okay, direkt viermal gehittet. Ich glaube, wir haben ihn gleich. Jetzt müsste er grün werden, ne? Ja, okay, er ist schon grün. Perfekt. Komm, Link, du musst auch ziehen können. So. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Stirb! Was ist da oben jetzt drin? Okay, ich weiß, was hier drin ist. Hier ist bestimmt der Boss-Raumschlüssel, oder? Nevermind. Da sind einfach nur Bomben drin. Als ob. Hä, als ob? Wie dumm ist das denn? Aber hier müsste noch irgendwo eine Truhe sein, oder? Nee, hier nicht. Hier müsste eine Truhe sein. Ist hier vielleicht der Boss-Raumschlüssel? Ja, okay, hier haben wir es. Problem ist nur, was mache ich jetzt damit? Das ist auch verrostet. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Da haben wir den wunderbaren Schlüssel. Reden wir erstmal kurz mit ihm hier. Hilft Darunia. Ja, mache ich. Oh, und was könnte nur in dieser wunderbaren Truhe drin sein? Natürlich der Masterschlüssel. Ich bin mir gerade aber echt nicht sicher, ob ich noch irgendwo was übersehen habe. Ich will mal ganz kurz hier in die anderen Räume gehen. Was ich komisch finde, ist das da oben. Da ist so ein Loch. Das sieht so aus, als könnte man da hin. Ich weiß nur nicht wie. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht so ganz wozu. Naja, wie dem auch sei. Gehen wir zum Boss. Okay, darf ich jetzt hier einfach geradeaus weiter? Ja, perfekt. Gut, dann entriegeln wir das Schloss. Oh oh. Oh oh oh, okay. Wird das jetzt wie dieses eine Maulwurfspiel, wo Maulwürfe aus den komischen Löchern kommen? Ist das so ein Ding? So sieht es nämlich echt aus. Das hat safe was mit dem Hammer zu tun. Das ist bestimmt dieses Maulwurfspiel. Safe. Link, sehr schwindelig. Okay, es gibt kein Zurück mehr. Das ist kein Maulwurf. Subterraner Lavadrachoid?
What? Was bist du denn? Wie hieß er? Volvania? Es sieht legit aus wie Schlag den Maulwurf. Bestimmt ist es trotzdem sowas, oder? Ich meine, kommt schon. Das sieht so krass danach aus. Okay, vielleicht liege ich doch falsch. Okay, das ist der coolste Boss überhaupt. Und ich bin schon fast tot. Warum macht er so viel Schaden? Yo, ich bin aber fast tot. Ich muss das safe draufhauen, bevor er rauskommt, oder? So mache ich keinen Schaden. Okay, dodgen, dodgen, dodgen. Boah, das schaffe ich doch gar nicht in der Zeit, oder? Ich bin mir so sicher, dass ich das aber so machen muss. Komm. Ich bin schon tot? Nein, okay, never mind. Wollte schon sagen, ich habe doch eine Fee. Also aus irgendeinem Grund kriege ich dabei übelsten Schaden, wenn ich das mache. Oh mein Gott, 3 Herzen zieht er mir ab. Was ist los mit dir? Den töte ich. No way. Das schaffe ich doch gar nicht. Das muss was mit dem Hammer zu tun haben. Safe. Okay, 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 okay. Okay, okay. Und ich bin schon fast tot. Super. Wie soll ich das bitte schaffen? Kann ich mich hier nicht auch irgendwie heilen oder so? Das muss Schlag der Maulwurf sein. Und ich bin tot. Was? Ich habe noch eine Fee? Ach, ich habe 2 Feen. Oh, aber das wird mir, glaube ich, auch nicht helfen. Das muss so funktionieren. Was anderes fällt mir gerade legit nicht ein. Oder kann ich da auch so gegenschlagen? Ja, okay. Okay, nein. Das Spiel gönnt gerade nicht. Das Spiel gönnt einfach nicht. Muss ich das schaffen, bevor er rauskommt? Wie dumm wäre das bitte? Sag mal, willst du mich verkackeiern? Komm schon. Wie soll ich denn rechtzeitig reagieren? Okay, okay, okay. Er macht mich komplett fertig. Warum ist er so stark? So, ich bin gerade echt verwirrt. Für mich sieht das 1:1 nach Schlag den Maulwurf aus. Vielleicht liege ich komplett falsch und ich muss doch was anderes tun. Vielleicht will er das Spiel irgendwie in die Irre leiten. Also ich denke auch nicht, dass man das rechtzeitig schaffen muss, weil dafür hat man echt nicht so viel Zeit. Vielleicht, wenn er draußen ist. Okay, wow. Hat auch absolut nichts gebracht. Oh, das hat was gebracht. Yes. Komm, schlag ihn. Okay, er muss einfach draußen sein. Und dann, okay, dann ist es nicht Schlag den Maulwurf, sondern, ja, Schlag den komischen Drachen. Oh nein, er kann auch fliegen. Natürlich kann er fliegen. Ich kann ihn aber damagen mit dem Ding hier. Man muss irgendwie seine Maske treffen, wie es aussieht. Da ist er verwundbar. Komm, komm, komm. Komm, leide, mein Freund, leide. So, fliegt er jetzt wieder? Ich nehme mal den Bogen. Also wirklich, das ist so dumm gemacht mit dem Zielen hier. Man trifft einfach nicht. Warte, was macht er jetzt? Okay, der lässt jetzt erstmal Felsen auf mich runterregnen. Danke dafür. Yo, wie hat mich das gehittet? Übertreib halt gleich. Bruder. Okay, so hitte ich ihn nicht mehr. Warte, fallen die jetzt für immer runter? Nee, okay, es hat aufgehört. Meine Güte. So, wo kommt er jetzt? Hier kommt er raus. Nee, er täuscht an, er täuscht an. Komm. Nimm das, mein Freund. Mache ich überhaupt Schaden?
Müsste ich ja, oder? Komm, triff ihn, Link. Triff ihn! Zieh doch besser, Link! Diese Hitbox, die ist absolut nicht so cool. So, kommt er jetzt wieder... Er täuscht an. Er täuscht einfach an. Nein! Nein, 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 nein! Oh! So close. Okay, er geht wieder raus. Na komm schon. Ich glaube, den hätte ich nicht mehr. Jetzt kommen bestimmt wieder Felsen runter. Ja. Ja. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Okay, ich glaube, der Boss sollte aber machbar sein. Wenn man weiß, wie man ihn macht, dann geht's. Lol, jetzt fallen nur noch Felsen an seiner Stelle runter. What? Ist das ein Bug? Wieso fallen die alle bei ihm runter? Komm, rauf da! Jetzt! Hat das jetzt mehr Damage gemacht? Kann man seine Maske zerbröckeln? Gib mir auch einen Keks. Stirb. Okay, zweimal gehittet. Okay, jetzt wäre nicht mehr. Komm, schlag doch! Schlag doch, Link! Oh nein, don't die, don't die, don't die. Stirb jetzt bitte nicht. Weiß nicht, ob ich die Feen noch hab. Ich müsste sie eigentlich noch haben. Okay, okay, okay. Ich bin ziemlich low. Ich habe ein Herz, aber mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Ein Herz ist mehr als genug. Nimm das. Jetzt hier wieder schön aufladen. Yes! Und das müsste es, glaube ich, schon gewesen sein, oder? Sag mir bitte, dass es das schon war. Eigentlich schon ein bisschen brutal, so einen Drachen einfach mit einem Hammer zu verprügeln. What the hell? Okay, das ist creepy. Das ist ziemlich creepy. Warum ist das so creepy? Der arme Drache. Ich meine, eigentlich voll das schöne Wesen. Warum töten wir den einfach? Ich meine, ja, okay, er war böse, aber warum? War das jetzt so notwendig? Na gut, holen wir unseren Herzcontainer und dann gehen wir mal wieder raus aus dem Dungeon, würde ich sagen. So, damit müsste ich jetzt wahrscheinlich das rote Amulett bekommen, oder? Was passiert denn da? Das sieht nicht so gut aus. Oh, okay, das sieht doch wieder ganz nett aus. Da sind wir wieder in der Halle der Weisen. Ich glaube, wir haben das Spiel fast durch, oder? Wir haben doch jetzt 4 Amulette bekommen. Dank sei dir, mein Bruder. Ich weiß das, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank, auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich, Darunia, offenbare mich dir als einer der 7 Weisen, der Weise des Feuers. Oh, wer hätte es gedacht? Hättest du das erwartet? Ja, eigentlich schon. Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kräfte der Geister des Feuers und der Freundschaft. Oder das rote Amulett. Passend zur roten Kleidung. Das Amulett des Feuers. Darunia gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt dir seine Kraft. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. Oh süß, voll süß. So, und da sind wir wieder beim Todeskrater. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich habe keine Ahnung womit. Ich denke, wir werden nochmal ins Dorf Kakariko gehen, zu den Skytulas. Und ja, nach einem anderen Dungeon suchen, I guess. Ich habe keine Ahnung, welches noch gibt. Also ich glaube, einen Schatten- und einen Licht-Dungeon gibt es noch. Aber ja, das machen wir dann.